Was geht ab, ihr kleinen Städtchen? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Cards Against Humanity. Mit dabei, alle von uns. Oh, shit. What the fucking hell? Was war denn da drin? Ich muss kurz abspritzen, sorry. Und da, hallo, und wir spielen heute nur mit Blank Cards. Weil wir endlich wieder Cards Against Humanity spielen, Junge. Ja, ist ja gut, wir spielen nur mit Blank Cards. So, und wer ist Cards? Peter, sehe ich das richtig? Ich bin Cards, bitte belustigt mich, niederes okay, Volk. Mit dir belustigen. Ja, also seid gewitzt und nicht zu vulgär. Ja. Also, schon das heißt, man muss Anspruch, einen klugen Witz viel, muss man jetzt bringen. Ich bin so viele, wenn ich es nicht verstehe. Ja, also, das ist schon nicht so leicht, glaube ich, mir ein Lächeln zu entziehen. Boah, das ist echt schwer, Alter. Ja. Ja, jetzt muss man lustig sein und spontan. Das ist wirklich schwer. Ich überlege, die weißen Karten zu spielen. Wir sind eigentlich ja auch gar nicht lustig. So. Ich schreibe einfach immer. Also ich habe letzte Folge ja schon mal Christian reingeschrieben. Ich probiere das jetzt einfach nochmal. Mann, über Christian werde ich jetzt nicht lachen, das werde ich euch jetzt schon sagen. Ja, pass auf, die Karte ist, vielleicht bin ich gar nicht Christian, sondern Schaschlik, der nur für Peter gedacht ist. Das ist nicht lustig, aber könnte mich trotzdem. Aber köstlich. Ja, richtig. Ich habe auch vielleicht ein bisschen Hunger jetzt, wenn ich ehrlich Christian, bin. Sondern Domi. Das vielleicht war offensichtlich. Bin ich gar nicht Christian, sondern. Sondern Hurensohn. Okay, der ist. So, der war jetzt echt das mit der so wenn die Skala anfängt, dass es schon wieder lustig ist. Ja, ohne Scheiß. Allein schon dieses nicht korrekte. Oh Gott. Ja, richtig. Vielleicht bin ich gar nicht Christian, sondern Jay, der seine Haare ans Kinn geklebt hat. Ja, auch nicht schlecht. Wow. Vielleicht bin ich gar nicht Christian, sondern Dalus lächerliche Gaming. Okay, Jay hat gewonnen. Hurensohn war der nice. Hurensohn hat ja, aber Christian. Gewonnen. Oh, ja. Nice. Weißt du, wie einfach Peter gestrickt ist? Hey. Das war zumindest, schon gut. Wenn's um Humor geht. Du musst es um fünf Ecken denken, damit er. Oh, ich bin der Kartenzahn, richtig? Ja. Was ja. Willst du denn? Daddy das, du Penner. Ah, aber Daddy Das, da müssen ja, wir bedenken, das war das mit der Eieruhr, ne? Also die ja, Eieruhr, die das Eieruhr. War das ja mal früher. Das, genau. Das war mal die Eieruhr. War mal die Eieruhr. Was willst du denn? Die Eieruhr, du Penner. Die Eieruhr, du Penner. Ach, ich fühle mich schon lustig. Ja, ich mich auch. Ich muss mich kurz mal selber ein wenig. Mal gucken, ob ich jetzt zum richtigen Insider hier treffen kann. Ja, ich bin gespannt, ja. Habe ich die jetzt geplayt? Ich bin ja, sehr humorloser Mensch. Ich war gerade der Letzte, deswegen. Ja, da, du hast einen grünen Pfeil hinter deinem Namen, J4003. Bist du eigentlich ja, ein Update Jay von dem nicht. J, das wir bisher kennen? Ja. Das ist J4003. Das ist das kranke Update. Noch salziger. Christian ist noch nicht zufrieden mit sich. Also der längste Text ist der von Christian, ja, wenn ich da so einen Absatz vorlese. Ich habe noch gar nichts geschrieben und ich habe auch noch gar keine Ahnung, was ich da reinschreiben soll. Mit dem Schreib Absatz. Jetzt bitte einen langen Text. Was willst du denn? Ich hätte gerne in meinem Leben sehr viel Freude und Kinder, du Penner. Okay, ich habe was geschrieben. Oh. Was willst du denn? Was? Was? Ist es jetzt der, die oder das, Michi? Wer hat denn kannst da? Kannst du das einmal aussprechen, Dalu? Die wie Cheater, du Männer. Wie? Wie? Wie Cheater, oder nicht? Nee, was steht da? Vegeta steht da, oder? Oh, Vegeta? Das konnte Vegeta doch steht da. So, ja, weil du kannst Peter, wenn du kennst doch Vegeta und Dalu riecht sich mal auf, wenn er Vegeta sagt. Vegeta. Ja, das ist wieder so ein Anime-Ding, ach, Vegeta ne? War das scheiße. Anime. Dann hätte ich es verstanden. Oh, was oh, willst du nice. Denn? Die kostenpflichtigen Lootboxen, du Penner. Das ja? Ist jetzt, wenn Dalu antworten würde, das stimmt. Ja, aber dann würde ich nicht du Penner sagen, ja? Was willst du denn? Das Metal. Das Metal. Das Metal. Was willst du denn? Die Eierschmur, ja? Eieruhr, Eierschmur, sag ich immer, ja? Was willst du denn? Die Kotkapseln, du Penner.
Okay, ist das ein Insider? Das sollte dir bekannt sein von gestern Abend. Bitte. Okay. Du hast echt reingeguckt. Ich hab echt reingeguckt. Ja. Ich nehme mal das Metal. Jawohl, Metal, Mann, Leute. Ist der Gewinn eiskalt. Scheiße. Ist das der Best of Three, oder? Fand mich so gut mit der Eierschmur. Oder Best of Five. Ja, aber du hast ja das die dazu geschrieben. Das war, ich bin der Kartenzahl. ist oder sind das Schönste, was mir in meinem Leben je passiert ist? Boah. J400. Das ist das 4003. Schönste, was mir in meinem Leben je passiert ist. Ja, da steht immer, bei mir steht nur J400, weil danach steht Bramme. Ja, das, die Namen sind zu lang. Boah, Alter. Nee, das ist scheiße. Oh Mann, das ist echt schwer. Das ist tatsächlich nicht so simpel. Nee. Boah, fuck, ey. Comedy, Leute. Das ist schwieriger, als man denkt. Ja, das ist wirklich andere Leute zu lachen. Man muss drüber nachdenken. Boah. Boah, fuck, Alter. Okay. Ich nehme nochmal einen Schluck, ne, bevor ich mich gleich ausrolle vor Lachen und Ja, okay. Alles klar, jetzt weiß ich, wann ich antworten muss. Boah, ich habe keine Ahnung gerade. Oh, ich bin gerade richtig müde. Kann ich das nochmal ändern? Ja, ich kann es nochmal ändern. Sehr mega gut. Ich nehme einfach hier irgendwas. Jays 4-Fronten-Krieg auf dem Kopf. Das ist traurig, nicht lustig. Dafür würde ich dir eine Kerze anzünden. Oh, shit. Peters gemeiner Diss gegen Dalus Intro. Was ist das denn für eine Karte? Wann wurde der denn geäußert? Das frage ich mich. Weiß ich nichts von. Peter? Ich weiß doch genau, als wir bei der E3 so ein paar Videos. Das war voll geil. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, fangen wir an. Es sind alle drin. Also. Goebbels, das ist das Schönste, was mir in meinem Leben liegt. Verdammt, wieso komme ich nicht auf solche genialen Ideen? Vor allen Dingen, das Wichtige ist, dass es groß geschrieben, weil es ist Goebbels. Logan Pauls Vlogs, das Schönste, was mir in meinem Leben liegt. Nee. Emma, ist das Schönste, was mir in meinem Leben passiert ist. Würde meine Freundin mich wahrscheinlich kreuzigen, aber... Ja, wahrscheinlich. Aber eigentlich stimmt's. Meine Taube. Oh, fuck. Das Schönste, was bei mir. Oh, jetzt fällt mir ein, was ich hätte schreiben können. Fuck. Nächstes Mal bei Christian. Die Stumme, ey. Christians Bartrim für meine Arschhaare benutzen ist das Schönste. Alter, nein. Boah. Das Schöne ist, ich habe hier zwei Trimmer, ne? Wer macht denn immer diesen Pipi-Kaka-Humor hier? Alter, Goebbels. Sehen wir ja gleich. Ach, cool. Ich finde das sehr kreativ. Ja! Ach, verdammt! Goebbels wäre nah dran gewesen. Oh, scheiße, ey. Habe ich mir richtig, Hirnschmalz für aufgewandt. Goebbels war echt gut. Okay, zum Frühstück bei Familie Apelt gibt es. Einfach köstlich, oh Gott. Tut mir jetzt schon leid, Familie Apelt. Belustigt mich. Na, Christian war schon. Bram hat was Lustiges. Bram findet sich selber lustig. Wenn ich auch so lache, Bram, dann kriegst du einen Punkt. Aber Bram hat noch nicht eingeloggt. Christian hat zurückgezogen. Was ist hier los? Was gibt es denn immer so bei den Apels so zum Frühstück? Das ist auf jeden Fall an so einem großen Holztisch. So ein richtig massiver Tisch. Ne, überhaupt nicht. Mit einem großen Salzstreuer auf dem Tisch. Der darf nicht fehlen. Wichtig ist aber, dass danach das einfach köstlich auch immer schön betont wird. Wer ist eigentlich dran überhaupt? Ich selbst dran. Spiel ist nicht dran. Ich hab sofort den Punkt. Ja, Dalu. Kenn ich. Aber du bist nicht der Einzige, der komplett. Bram schreibt wieder was. Ich hab gar nicht. Ja, wir spielen nicht statt am Fluss. Warm, Junge. Das ist nicht das pinke Gummiauto. Okay. Zum Frühstück bei Familie Apelt gibt es.
Allerlei Ei, einfach köstlich. Okay, da musste ich viel mehr drüber lachen, als ich gedacht habe. Eier, ich hatte am Anfang auch Eier stehen, das habe ich zurückgezogen. Würde zu dem Salz auf dem Tisch passen, aber bin ich kreativ genug. Habt ihr schon mal Eier mit Remoulade gegessen? War ich nicht. Ja, ja, kreativ ist das schon. Essen die ganzen ekligen Leute, die zum so Zum Frühstück essen. Bei Familie Apelt gibt Stimmt. es gesalzener Katzenpimmel? Widerlich. Jetzt musste ich doch ein bisschen lachen über einfach köstlich. Das zählte ja, noch dazu köstlich. Zu der Karte. Ja, ja, ich wollte auch ganz sagen, das war so eine Kombo-Karte. Da habe ich jetzt jemand anders den Sieg geschenkt, leider. Zum Frühstück bei Familie Apelt gibt es ein balsamisches Brötchen, obere Brötchenhälfte mit Marmelade, dann Rührei mit Salz und Pfeffer, darüber eine Scheibe Käse und eine Scheibe Schinken und dann noch zum Abschluss eine Gurke mit einer Sherry-Tomate. So eine Scheiße. Er hat einfach geschrieben, wie es so ist. Er hat einfach geschrieben, was es heute Morgen gab. Nice, darling. Nice. Oh Mann, okay. Gehen wir weiter zur Superfamilie Apelt. Gibt es heute Alpecin? Ach, der ist auch nicht schlecht. No, ein richtiger Brüller. Gut. Ich fand halt sehr zum lustig, Frühstück bei Familie Apelt gibt es zu wenig Wurst, sodass sich alle streiten und ja, safe. Einfach okay. köstlich. Okay, einfach das köstlich. Das war tatsächlich am besten. Das war tatsächlich sau nice. Oh, Mann. Bei der Wurst hattest du mich noch nicht, aber ja, sorry. Disney präsentiert On Ice. Oder ICE. Alter. Oder ICE, ich hasse dich. Da steht doch ICE. Ja, das stimmt, aber kleingeschrieben. Das würde die Bahn niemals machen. Das ist schade, da bin ich gerade echt nix. Boah. Fühlt sich alle hungrig. Ich bin ein bisschen froh, dass ich jetzt der Karzer bin, weil noch unlustiger ja. als vorher könnte ich halt auch nicht sein. Ich will auch wieder der Karzer sein. Ey. Vor allem, ich bin heute auch richtig lustig. Ich werde bestimmt keinmal lachen. Hier müsste man eigentlich eine gute Challenge machen, dass man nicht lacht. Das stimmt, aber... Nee, wer mich auch, wer auch nur meine Lippen bewegt, der kriegt wahrscheinlich den Punkt. Boah. Okay, dann viel Spaß. Alles klar. Hoffe, Disney präsentiert. AJ Styles on Ice. Scheiße. Ja, er hat gekichert schon auf jeden war Fall. War schon mal... Schön. Hallo, du bist ein Spaß. Disney präsentiert. Ich fand das zu flach, um das selber zu schreiben. Das war das fand ich gut. Disney präsentiert. Ja, warte mal dann. Hole in One von hier aus Pimmelsportler on Ice. Okay. Oh, Moment, Entschuldigung. Disney präsentiert Roman Reigns on Ice. Das wäre mir zu flach gewesen. Das war schon mehr ich als so einfach gestrickt. Zeit, ja? Warum geht das so leicht? Disney präsentiert. Darth Vader, das mit dem Typ. Das ist der Typ mit dem Umhang aus Hogwarts on Ice. Sorry, habe ich falsch vorgelesen. Ja, bei Jay darfst du nicht so viel schreiben, sonst verlierst du es. Ich kann, es tut mir leid, ja. Wer auch immer Roman Reigns geschrieben hat, ja, ich werde niemals auf Roman Reigns. Alter, das ist das Schlechteste von allen. Natürlich AJ Styles. Peter Hans, oder? Danke. Aber bei Roman Danke. Reigns hast du mehr gelacht. Und er hat sogar gelacht, ja. Bei Roman Reigns sagen. Hast du mehr gelacht als bei AJ Styles. Ja, bei Roman Reigns kann ich keinen Punkt geben, weil das ein Spacko ist. Ja. Obwohl, der kann eigentlich nichts dafür. Nächste Karte ist hier, war oder waren das Highlight meiner Woche? Tja, Alter. Peter, nein, welcher Toilettengang Samen. War bei dir der Highlight, das Highlight? Die waren alle bisher ganz gut in dieser Woche. Ja, okay, das Hörbuch. Freut mich. Lass mich kurz nachschauen. Heute war ein bisschen leichter als gestern. Ich muss sagen, mit Blank Cards ist es noch ein bisschen witziger, das Spiel. Darf ich nochmal Hurensohn schreiben? Oh Mann, ey. Gleich steht's da fünfmal. Hurensohn. Das Traurige ist, über Samen lachen alle nur wir.
Kein Zuschauer wird verstanden haben, ja, warum wir uns was sagen. Ja, ist richtig, aber dafür kriege ich ja keine Punkte. Ja, ist, oh, dafür gibt es keine Punkte. Ha. Also für die Zuschauer, das glaube ich, sehr schön, wenn Bram ein bisschen lacht. Das stimmt, der sieht dann immer aus wie ein kleiner Chinese. 9.993 Blank Cards left. Komm schon, Leute. Das Highlight. Was könnte denn bei Schaschlik? Die Highlights. Ja, aber man muss mich auch zum Lachen bringen. Schaschlik bringt mich, macht mich glücklich, aber bringt mich jetzt nicht so zum Lachen. Er muss sich auch zum Lachen bringen, darf dich nicht mehr freuen. Wäre lustiger Schaschlik eine vernünftige Antwort? Was ist denn, Scheiße, was, wenn er das jetzt nicht gesagt hätte, wäre das gar nicht so schlecht gewesen. Was ist denn, wenn ich was schreibe, was dich innerlich zwar nicht zum Lachen bringt, aber mit Glück erfüllt? Ja, das ist ja Schaschlik. Ja, nee, aber vor allem, wenn er es gegessen hat, ist es innerlich. Ne? Und dann, das Klo wird sich auch dann freuen über Peter Schaschlik. Ich mache jetzt am kommenden Wochenende Schaschlik und werde das in Bewegtbild festhalten. Mmh. Oh. Peter, pass vielleicht aber auf, dass du nicht wieder schwarze Kartoffeln kochst. Schwarze Kartoffeln, mein Gott. Oh, gute Frage. Boah, das ist echt. Ich frag mich manchmal, was mein Gehirn so macht. Das fragen wir uns alle regelmäßig. Ja. Ah, das ist eine Runde. Okay. Ach komm. Ja, das macht doch jetzt nicht fertig mit der Runde. Peter, ich fand meins ist cool. Ja, dann haben Div 6 in Gottheit schaffen war das Highlight meiner Woche. Das ist sogar, ja, das ist gar nicht so schlecht. Ist jetzt nicht so lustig, aber das war schon ziemlich nice, was wir da gegessen haben. Kann ja nur Bram gewesen sein. Okay. Game of Thrones auf gesehen. Der Toilette spielen mit der braunen Armee der Wildlinge gegen die White Papers. War das Highlight meiner Woche. Ja, ey, du versuchst aber auch echt hart, Munter. Reicht nicht. Stuhlgang war das Highlight meiner Woche. Wie es mit Peter nur um Scheißen geht, ey. Ja, vor allen Dingen in der ersten Karte, Junge. Außenminister Schulz. Scheiße! Matti Schulz wäre auch eine Top-Antwort gewesen. Vor allen Dingen, da hättest du noch viel bessere Sachen schreiben können mit dem Fuck! Scheiße. Tatsächlich hatte der Karneval da ein paar echt gute Sachen auf ihren Wagen stehen, aber ich hab's schon wieder vergessen. Scheiße. Und sag ich immer. Samen, nee, Samen funktioniert nicht. Außenminister Schulz. Der Samen funktioniert. Ja! Hey! Das ist natürlich jetzt blöd. Samen funktioniert deswegen nicht, weil Peter nicht mit auf den auf der DreamHack war. Ja. Richtig. Ich hab keine Ahnung von diesen Insider. Oh. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Gibt's ab sofort als Spielzeug in jedem Happy Meal. Boah. Gibt ein Wort, ja, das würde ich direkt den Punkt geben, wenn es da steht. Cheetah? Gibt ein Wort. Das ist ein Gag, der aber auch schon seit 10 Jahren im Internet kursiert, ja. Okay. Erstmal jetzt schnell nach Happy Meal googeln und Spielzeug bei der Alu. Gucken, was ich da finde. Oh, komm, ich versuch's, Alu. Ich versuch's. Happy Meal 10 Jahre. Was findest du mit Meal? Komm, ein allgemeiner Witz. Google da aus. Wir probieren es mal. Das jetzt holen wir den Hammer raus. Wortwitz. Jetzt holen wir den Hammer raus. Richtig stimmt. Irgendwas mit. Ich finde irgendwas mit Dropglück und Knives bei CS. Ist das der Witz? Nein. Wirst du bei mir nicht finden. Rob Glücks oder Knives. Und auf einmal, da, du killst dich komplett. Gibt's einen Chat? Nee, da ist der Chat. Warte mal, ich send euch mal was kurz in den Chat. Das habe ich auch gefunden für Dalu. Vielleicht kann ich das auch antworten. Mhm, kann ich mir nicht angucken. Ist dir bewusst, oder? Das ist es. Klar, kannst du rechts in den Chat gucken. Ja, da steht Kauderwelsch. Ja, das war ja der Gag, glaube ich. Das habe ich gefunden. Boah, Alter, Jack kriegt den Punkt. Okay, ich lösche meine Antwort. Nee, das zählt ja nicht. Christian steuert schon stark auf den Sieg hier ein bisschen zu, muss ja, man sagen. Christian ist aber auch ein witziger Dinger. Typ. Ja? Jetzt ist Burn-Runde. Ja, ja. Okay, was gibt es denn jetzt im Happy Meal als Spielzeug? Und es gibt da das lächerliche Gaming-Brille. Nee, das war ja Quatsch, ey. Dann sieht man, hat die ja jeder. Ja, das wäre ganz schön teures Happy Meal. Ja, cool. Es gibt die Burger King-Krone. Das ist gut. Oder
dadurch in gut gibt's in jedem Happy Meal. Da musst du oder grinsen. Lootboxen gibt's in jedem Happy Meal. Das wäre mal ein bisschen günstig, oder? Die müssen teurer sein. Ja, die musst du dann noch öffnen. Dann. Muss das was kostet denn so ein Happy Meal? Jetzt muss aber echt ein 3,99. Und Shrek gibt's auch sofort in jedem Happy Meal. Warum schreibt einer Shrek? Ja, also, es ist so behindert, man muss lachen. Mit Shrek, Bab, Junge, hier ist der Hammer. Ja! Oh, Shrek nein. Ist live! Shrek ja, ist live, Junge! Einfach nur, weil es total random war. Ja. Manchmal gewinnt man Shrek so. Gab Shrek nicht schon im Happy Meal? Bestimmt. Ja, klar. Oh Gott. Bla ist einer von Jays privaten Sauf-Stories passiert. Ich habe überhaupt gar keine privaten Sauf-Stories. Nein! Nur deinen letzten Geburtstag oder so, den du da gefeiert hast. Was? Ich sag nur unter dem Campingwagen. Was? Da kommen sie alle raus. Das Doofe ist halt nur, ich kenne keine einzige. Ich wollte gerade fragen, warst du bei dem dabei? Nö. Schade. Jedes Mal, wenn ich mit Jay saufen war, hat Jay sich immer benommen und irgendwer anders hat halt ist völlig eskaliert. Benimm ich halt in der exquisiten Umgebung von Christian. Oh, ein Schleimer, ey. Ja, das ändert ich weiß ja eh nicht, welche seine Karte ist. Das stimmt. Die ich da nicht nehmen würde. Boah, das ist super schwer. Ja, komm, ey. Da gibt es so viele Geschichten. Da kann man ja so aber die müssen ja nicht wahr sein. Nehmen. Die kenne ich ja eh nicht, genau. Das ist schwer. Da tut sie sich jetzt aber alle sehr schwer. Ja, beim letzten Mal ja, bin ich halt noch so mega knapp, bin ich knapp überboten worden noch. Das war sehr schade. Weil was letzte Mal? Goebbels! Ich hab mein ganzes Pulver verschossen. Mit Außenminister Schulz. Ja, Schulz war schon gut, ey. War schon lustig. Hätte ich auch mal drauf kommen können. Boah. Ich meine, da kannst du so Punkt. Viel von machen, ey. Die ganzen Memes, die momentan alle mit Schulz rumgehen, das ist ja eine Süßigkeiten-Topf quasi. Wie schreibe ich das denn jetzt? Was kommt da denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich schreibe das jetzt mal so. Das Problem ist, bei Bram, als der letzte Mal dran... Was ist da jetzt los, Alter? What the fuck, ey? Maximum tiltet. Was ist denn jetzt los? Oh Gott, ist das gut. Okay, Bram, wenn du nicht den Punkt kriegst, ja, bin ich enttäuscht. Ich will jetzt lachen. So, Bram. Weil jetzt sind die Erwartungen schon wieder hoch. Dann. Ich habe auch die ganze Zeit versucht, mich daran zu erinnern, was für eine Scheiße bei Blobby Wolli über Mila Superstar und handicapped Leute und so. Das wäre auch nicht schlecht gewesen, das stimmt. Okay, fangen wir mal an. Also. Französischer Zwiebel. Oh Gott. Ja. Warum war das französische nice? Zwiebelsuppe. Suppe. Und Burgbung Jungjon. Ist denn einer von Jays privaten Sauf-Stories passiert? Ja. Boah, mit Schreiben okay. Nicht. Jetzt weiß ich, was du schreiben wolltest. Burgbung Jungjol. Boah, guck mal, jetzt kann ich das auch sagen. Busbauen ist einer von Jays privaten Sauf-Stories passiert. Boah, ich hoffe nicht. Boah, ist warm. Scheiße. Ich will hier einen witzigen Text einfügen. Puh. Alpe ziehen, das Wunder von Bern. Was? Das Wunder von warum Bern? Warum vor allem ist das eh klein geschrieben? Warte mal, das verstehe ich jetzt. Warum ist das nicht. Wunder von Bern? Das ist einer von Jays privaten Sauf-Stories passiert. Hier ist Jay, gib mir den Punkt bitte. Ich hab sogar mal geschrieben. Ja, komm, weil du so schön gebettelt hast. Ja! Komm, ey! Ja! Jawoll! Ich dachte, das wäre da gewesen. Ja! Oh, nicht schlecht. Oh, ich bin der Zar, weil mein Kreislauf kommt gerade noch nicht hinterher. Oh, lol. Wie gibt mir. Oh, scheiße. Ich jetzt mal ernsthaft, kannst du bitte mal mit aufhören? Das ist nicht normal. Oh Gott. Oh. Alter.
Jetzt mal ernsthaft, kannst du bitte mal mit auf. Nee, was? Okay, nochmal neu. Kannst. Nee. Jetzt mal ernsthaft, kannst du bitte mal mit aufhören. Das ist nicht normal. Boah. So. Boah. Also meine Witze-Akkus sind jetzt echt leer nach gerade. Das, ja, das war echt gut. Geht da noch mehr? Das tut sogar der Bauch weh. Und ich habe einen großen Bauch. Da tut viel weh. Weil das jetzt auch so eine Karte ist, die eher so Bullshit ist. Aber vielleicht kann man ja was Geiles draus machen. Vielleicht kann man was Geiles draus machen, aber das ist schwer. Schwierig. Und der verdient auf jeden Fall einen guten Punkt. Aber ich hätte selber, glaube ich, auch Probleme. Boah, Alter. Ich weiß überhaupt nichts. Und dir fällt kein Witz ein. So. Das war gerade schon eine ganz schön lustige. Ach, wir müssen jetzt einmal makaber sein, damit wir wieder die Akkus aufladen. Meinst du? Ja. Aber dann bitte böse makaber, okay? Oh, shit. Moment, ich muss hier nur. Also. Das scheint echt die schwerste Karte im ganzen Match zu sein, oder? So, bam, Junge, haben wir doch was. So. Und sonst so? Alles gut. Ja. Ja. Boah, ich warte jetzt darauf, dass ich lache. Also, ich bin schon vorbereitet so. Haben wir die Gottheit weggemacht haben, das war so awesome. Ja, war schon okay. Gut. Okay. Nice. Jetzt mal ernsthaft, kannst du bitte mal mit dem Vorlesen der unlustigen Karten der anderen aufhören? Das ist nicht normal. Das war nicht lustig. Ja. Nicht mal, nicht mal das hat gebracht, Bram. Jetzt mal ernsthaft, kannst du bitte mal mit Ablenkern aufhören? Was? Das ist nicht normal. Erstmal stumpfen, aber das ist immer gut. Hurenso. War aber gut, war aber gut. Jetzt mal ernsthaft, kannst du bitte mal mit aufhören? Das ist nicht normal. Aufhören, 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 das ist nicht normal. Okay, wir gehen weiter. Jetzt mal ernsthaft, kannst du bitte mal mit dem langsamen Filtrieren von Sammy aufhören. Filetieren. Filetieren. Frittieren? Filetieren. Ich filtriere Sammy immer. Jetzt mal ernsthaft, kannst du bitte mal mit A, B, C, D, F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Immerhin kann ich hier richtig das Alphabet aufhören. Ja, Digga, war auf jeden Fall lustig. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber das kam mir so in den Sinn. Gut, dass die anderen alle eine Burn-Runde hatten. Das du doch auch, Blinkers. Okay. Punkt. War nur ein heftiger Prank von Dalu Red. Was ist Dalu Red? Das ist ein Wortwitz, Dalu genau. Dalu Red. Weißt du, was macht ein Apo Red so normalerweise? Wrestler kriegen keine Punkte. Okay. Schade. Musst du nochmal neu ändern, Christian. Ja, AJ Styles gibt diesmal keine Punkte. Nee, ich hätte es mal. Ja, gut, aber vielleicht kommt ja nochmal der Überwrestler. Du meinst Goldberg? Ja. So. Ne? Das ist Game of Thrones und nicht Goldberg. Das stimmt nicht. Nochmal das. So,
Hardy war nur ein heftiger Prank von Dalu Red. War ein krasser Prank, gut. Muss ich sagen. Ja, fand ich nicht witzig. Donald Trump war nur ein heftiger Prank von Dalu Red. Okay, bei Jay muss stumpf sein. Ja, Jay versucht halt auch wirklich null nicht Punkte zu lachen. In diesem Spiel zu daran. Haben, war nur ein heftiger Prank von Dalu Red. Michael Schumacher. Mit UH. War nur ein heftiger Prank von Dalu Red. Schumacher. Welcher Vollidiot hat Schumacher geschrieben? Das ist schon nice. Ja, warte. Das ist bitter. Mal gucken. So. Das ist sehr makaber, ey. Okay, und? Der Pizmeet-Schuh war nur ein heftiger Prank von Dalu Red. Puh. Na, Dalu, ja. Glückwunsch. Hey. Alter Bram, ey. Bram, ey. Was denn? Hab ich mir leicht verschrieben, ey. Geil. Christian besitzt also, die Videodatei mit dem Namen auf seinem Desktop, was da wohl drauf ist. Ich habe tatsächlich einige Videos momentan auf meinem Desktop, ich weiß gar nicht warum. Zum Beispiel wie VIRB0032.mp4. Okay. Ich weiß, das schreit nach Porno. Aber. Lol. Ne, es ist immer noch mein Flug in diesem komischen Flugzeug. Hm. Was? Ja, die hatten wir schon. Ja, ich weiß, zwei miteinander wäre blöd. Man hört so nebenbei mal lachen, lange tippen. Ja, tippen, lachen und dann nochmal weiter. Wichtig ist, dass man immer seine eigenen Witze lacht. So. Ja, das ist immer ganz wichtig. Das stimmt. Ja, und dann nochmal lachen, nochmal tippen, nochmal korrigieren. Doch ganz lustig. Ach ja, guter Job. Ach ja. Ah, ja, schön. Und sonst, so, was esst ihr heute? Waschleck. Caesar Salad. Boah, Peter, machst du wirklich mit so Anchovy-Zeugs und so? Du machst ja, glaube ich, eine richtige Caesar Salad gibt es so in 100 Variationen. Sardinensoße oder sowas. Sardine ist da drin. Schaschlik isst du nicht. Caesar Salad ist Sardinensoße drin. Ja, da ist irgendwie, nee, da ist nicht Sardinensoße, da ist halt Fisch drin. Ernsthaft? Das war mir noch nicht bewusst. Das war mir auch noch nicht bewusst, das ist für mich. Ja, der heißt ja auch Caesar Salad. Okay, Christian besitzt eine Videodatei mit dem Namen Krüppelkeile, die Geschichte eines kleinen 15-jährigen Volleyballmädchens. Auf seinem Desktop, was da wohl drauf ist. Was da wohl drauf ist, ja gut, man weiß ja nicht. Das ist Mina aus Fukushima. Christian aus Fukushima. Christian besitzt eine Videodatei mit dem Namen. Christian besitzt eine Videodatei mit dem Namen Oink Schmoink, die Haare eines Schweins bedecken Jays Haupt. What the fuck? Auf seinem Desktop, was da wohl drauf ist. Christian besitzt eine Videodatei mit dem Namen. Unser Skateclub sticht ein. Unser Skateclub! Unser Skateclub sticht alles. Ja, okay, das ne? Pornotitel. Ja, wäre echt nicht schlecht. Ist ein Pornotitel mit dem Namen. Winzig. Was? Achso, ich dachte, ich achso, final neu, okay. Boah, jetzt habt ihr da reingeredet und dann alles kaputt gemacht. Gegangen. Ja, sagt Pauli nicht veröffentlicht. Final, neu, MP. Aber da tut mir leid. Hey, das verstehe ich gar nicht. Wieso ist denn das von... Peter, kannst du den erklären? Der ist witzig. Ich finde den witzig. Wieso, was ist denn da zu erklären? Das mit St. Pauli nicht veröffentlichen ist, weil er die Reeperbahn ist, Jay. Ach so. Boah. Ich hab gerade, ohne Scheiß, ich hab mir schon gedacht, dass du an den Fußballverein gedacht hast. Deswegen so, hä, wieso kommt Peter bitte da drauf bei Bram? Okay. Gut. Unser Skateclub. Nice. Damit ist bewiesen, ich bin der Lustigste aus unserer Runde. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Gibt's nichts mehr zu lachen.